Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together, und zwar der Ringkrieg, wie schon angekündigt, mit meinem lieben Shanxi. Moin. Ja, und wir spielen Ringkrieg 2 gegen 6, 2 gegen 4 natürlich, meine ich. 3 gegen 6, 2 gegen alle. 2 gegen alle. Und zwar, ja, Shanx nimmt die Zwerge und ich nehme Lorien. Das schnellste Volk Mittelerdes. Oh, das schnellste Volk Mittelerdes. Und damit ihr Jedenfalls vielleicht auf ein... kurze Distanz. Jedenfalls auch. Ja. Wie Gimli es doch schön, so schön sagte. Ja. So Background Story, vielleicht so ein bisschen Anreiz. Alle Menschen haben verkackt. Ist Komplett. Rohan, Gondor, alles kaputt. Ja. Bruchtal ist abgehauen, hat auch keine Lust mehr. Interessanterweise sind die Gebiete aber nicht erobert. Ja, die haben einfach nur gesagt, nö, wir sind raus. Ich bin einfach nur raus. Und ja, wir spielen gegen Isengard, Mordor, Nebelberge und Angmar. Warum Angmar wieder auferstanden ist, das wollen wir auch noch ergründen, aber sie sind auf jeden Fall Wissen Sie dabei. nicht, vielleicht erwartet uns ja ein insgeheimer Plot-Twist. Wer weiß? Sehen wir im Zuge des Let's Plays. Mal sehen, was kommt. Mal sehen, was kommt. Ja, dann können wir auch direkt gleich mal anfangen. Jo. Ich mach mal nix. Ja, und man kann sagen, es ist ja quasi eine Art neues letztes Bündnis zwischen Elben und Zwerge diesmal, ne? Oh, stimmt. So hast Ja. du das noch gar nicht betrachtet. Oh, Kauen. Und wir zwei zusammen in diesem letzten Bündnis. Oh. Das kann nur schief gehen. Ach Ganz ja, Mittelerde wird untergehen. da wird mein Herz so warm. Ja, Okay, lass uns anfangen. let's go. So, ja, Schlachtentyp ist halt ganz normal, bla bla bla. Dynamisch. Und wir müssen halt den Gegner komplett vernichten, also keine Hauptstädte oder sowas. Wir Wir müssen ganz verhandeln da auch Mittelerde gar nicht einnehmen. lange, gell? Also, wir verhandeln da auch gar nicht lange. Ich meine, Nee. wie willst du da großartig verhandeln, wenn du mit deinem Pamphlet da ankommst und den Orks was erzählen möchtest und die Orks stehen vor dir und machen nur. Ja. Da gibt's nichts zu verhandeln. Es scheitert ja schon verbal. So, gucken wir uns nochmal die Map schon von oben an, wie schön die aussieht. Eigentlich kriege ich mal so ein richtiges Mittelerde-Feeling, wenn ich die Map von oben sehe. Das ist Ja, gell. toll. Ba, 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 Oh ja. Ja, und ba. so eine kleine, ja, Taktik, Anwendung, würde ich mal sagen. Wir versuchen erstmal Rhovanion und Runen uns mehr oder weniger zu schnabbern und die zu halten. Würde ich, wie gesagt, vorschlagen, dass wir dann hier so eine Das schöne Grenze sollte sich haben. am Anfang teilweise schon als ja, ziemlich schwer rausstellen. Könnte Im ersten, passieren. ja, weil wir im ersten Moment an der, ja, an der linken Front direkt Besuch von Isengard, dem Nebelgebirge aus von den Orks von Nebelbergen und Angmar aus Besuch bekommen könnten. Und ja, es Und könnte ziemlich Angmar, scheiße werden. Isengard. Mordor kommt ein bisschen später, die brauchen ein bisschen Anlauf. Aber ja, das wird Ja, noch lustig genug. wie immer, deswegen erstmal alle anderen vorschicken. Vor allem ich, da ich an der Front. Wenn Nebelberge theoretisch nach Lorien mit allem kommt, was sie haben, dann ist eigentlich Schicht im Schacht bei mir. Ziemlich. Stimmt Aber ja. Galadriel und Celeborn werden das schon halten, ihre Heimatstädte. So, du gehst, wanderst mit Dain dahin, Balin dahin. Und der Nutzlore Thorin Steinhelm, oder? Ne, Thorin der Dritte. Oder ist das Steinhelm? Weiß gar nicht Nee, mehr. Thorin, der dritte Steinhelm. Oder Ah, Thorin, okay. Steinhelm, der dritte. Oder der Held, der nicht funktioniert. Held, der nicht funktioniert. Ja. So, für alle Zuschauer nochmal, falls ihr in 381 Ringkrieg spielen wollt, es kann immer mal passieren, dass es auf der, vor allem auf der Living World, beziehungsweise nach Echtzeitschlachten, naja, in dem Ringkriegsspiel zu ein paar Problemen kommt und dass es eventuell abstürzt oder ein paar kleine Bugs sind da leider noch drin, die das in ein Team leider nicht entfernen konnte. Von daher ist es ziemlich wichtig, jedes Mal bitte unbedingt speichern, wenn ihr wirklich egal was macht. Und wenn ihr nur kurz rein und rauszoomt, na gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip wirklich nach jedem Ja. Schritt einfach einmal, ich meine, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen nervig, aber Man gewöhnt sich dran. man gewöhnt sich dran und tatsächlich ist es einfach nur eine ziemliche Hilfe. Ich Ja. starte jetzt hier oben mit meinem kleinen Erebor mit dem Bauer einer Mine. Ich Warum auch habe auch eine nicht? Kaserne gebaut. Ich habe eine Kaserne gebaut hingegen. Ich will Truppen Ja. haben. Das, ja, ich bin ja noch ein bisschen, Ja, lass dir ein Zeit, bisschen lass mich weiter hinten. Ja, überrennen. noch ein Ja, bisschen ja. weiter hinten. Ja. Ja, Punkt mit dem So, Phase beenden. speichern. Speichern, ja, selbstverständlich. Speichern hoffentlich übernimmst du immer. Weil du Ja. bist ja.
machst genau, eine Stunde. Kompetenzen und werden übertragen, die wichtigen Sachen übernehme ich. Ja, ganz genau. Also Phase beenden. Also und dann hätten wir schon. Und dann bin ich mal. Nebelberg kommt nur mit Gorkel und ich krieg schon Schiss vor Isengard. Guck mal an, mit was Isengard da kommt. Ja, weil. Warum auch nicht? Also. Ja, die Schlacht war ganz klar für mich. Also, ein Gorkel macht da nicht sehr viel. Ja, seid ihr da mal jetzt nicht so sicher, ja? Also, das könnte auch noch ganz anders als im Nachhinein ausgehen. Ja, vielleicht. Ganz ehrlich. Vielleicht hat er ja nachhaltig das Gebiet beeinflusst. Ja, vielleicht ein paar verseucht. Elben bekehrt. Ja. Elben bekehrt, ganz sicherlich. Ja, ein paar Elbenkinder auf seine Seite gezogen, vielleicht hat er ja. Süßigkeiten aus dem Nebelgebirge mit dem Pai. Los, Kinder. Komm. Süßigkeiten aus dem Nebelgebirge, ja, denn? Ja. Sind bestimmt nahrhaft, die Dinger. Ratiert. Aber Isengard, ganz ehrlich, die haben drei Gebiete um sich und die rennen alle in Fangorn. Die wollen schon trollen, ne? Ach Quatsch. Sicher, ja, gut. Die ist sicher. Phase beenden, ne? Phase beenden. Du wartest auf mich, also bist du nett. Oh, der gibt mir mal einen Düsterwald, das ist noch viel netter. Es ist ein bisschen dunkel da. Oh. Ja, kann die Stromrechnung da nicht bezahlen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Was jetzt, gönnen wir uns. Soll ich mir mal Tranduils Bogenschützen gönnen? Also die Düsterwald-Bogenschützen? Einfach weil ich es kann? Gönn dir. Einfach weil ich es kann. Geld. Ich habe jetzt wieder zwei Minen nur gebaut und. Könntest du mit deinen vielleicht nach Lothlorien kommen? Und nicht nach Dolguldur? Bist du dir sicher? Ja, weil Dolguldur ist eine Festung. Die kann ich eher halten als Lothlorien, wenn da zwei reinkommen. Wenn da jetzt Isengard und Nebelberge drin sind, dann ist das weg. Nebelberge kann nicht nach Dolguldur. Das klingt plausibel, das ist in Ordnung. Gut. Ja. Gut, wie. Da rechts immer. Nimmst du deine Sachen ein. Oh ja. Oh ja. Dann darfst du gleich mit Mordor schlagen. Speichere das Spiel. Yay! Achso, an alle. Das war leider letzte Woche schon so. Letzte Woche hatten wir auch schon mal eine kleine Testaufnahme gestartet. Große? Ich bin eine große 8-stündige Testaufnahme. Im Nachhinein festgestellt, ach, alles Quatsch. Ja. Ja gut, Quatsch war es nicht, aber es war ziemlich ärgerlich. Denke ich schon aufgefallen, ich habe eine leichte Pollen- und Gräserallergie und momentan fliegt hier wieder so viel Zeug durch die Gegend. Dass es immer mal sein kann, dass ich auch mal kurz weg bin und dann. Dann rede ich für dich weiter. Dankeschön, ich bin kurz weg. Ich muss ganz allein reden. Ja, Phase beenden. Und. Shanks drückt hoffentlich auch auf Phase beenden und. Ja! Gut. Isengard haut jetzt doch wieder ab. Interessant. Ja, Isengard hat gesehen, was da für eine ultimative Übermacht ist. Dafür bekommen wir Besuch und zwar wieder von. Gorki Volk und Gorkel. Der kleine süße Bolk. Ich denke mal, die Schlacht ist jetzt nur nicht so sehr interessant, als dass wir sie in Echtzeit vorziehen müssen. Die automatisch brechen, vor allem Lorien, wenn du die Map kennst, ja, da stehen ja. Tausende von Türmen von mir. Ich glaube, wenn die starten, sind die, glaube ich, eh direkt automatisch berechnet und oh, wir haben verloren, was ist da los? Ja, das war. Ganz knapp, ganz knapp. Besiegte feindliche. Ah, ich habe eine besiegte feindliche Einheit. Du nicht. Ja. Mein Beileid. Bin schlecht. Darf ich gehen? Ja, bitte. Das können wir doch den Zuschauern nicht präsentieren. Hast du absolut recht, stimme ich dir zu. Ja. So, Phase beenden. Und so, jetzt wird's interessant. Ja, jetzt wird's langsam interessant. Wieder so kunterbunt. Jo, Balin kämpft sich da hier oben alleine ein bisschen zurecht. Ich bin mir aber unsicher, ob ich die Gundabad-Berge einnehmen sollte. Ah, oh, schwierig. Also. Ja, weil das ist. Mehr als da oben besiegt werden kannst du eh nicht. Ja. Kannst du ja einmal hindackeln, vielleicht kommt Durma vielleicht nicht direkt. Aber ja, halten da oben ist Quatsch. Wir müssen Karok halten. So, also ich habe jetzt eine Schmiede zwei Schmieden baue ich jetzt. Also Kasernen baue ich jetzt gerade. Ansonsten habe ich jetzt alles mit Mieten weiterhin voll geklatscht. Das ist gut. Ja, ich habe doch gar keine Einheit produziert. Was machst du so? Ich produziere Einheiten, im Gegensatz zu dir. Läuft. Ich produziere jetzt Ents am besten.
Läuft? Nee, ich baue jetzt einfach. Und ich könnte auch die Avari bauen. Ach, ich baue meine Galadrim. Die mag ich doch am liebsten. So, Okay. und jetzt müssen wir überlegen, was machen wir jetzt? Erstmal versuchen, Gebiet hier zu halten, hier vorne. Wir müssen auf jeden Fall erstmal das so weit halten, bis wir uns weiter in den Fangraum vorwagen können und dann Ja. später Braunlande und Totensümpfe. Kannst du mir den Prinz Bart nach Dol Guldur schicken? Ja. Gott, dann kriegst du mein Haldir. Finde ich gut, dann können wir auf jeden Fall eine Schlacht schlagen, falls es dazu kommt. Ja, wie gesagt, man ist sowieso mit zwei Armeen immer stärker als einer. Definitiv, Da definitiv. oben, Also für sich sieht das ganz gut aus bisher. Wie man ja. sieht, Mordor braucht halt echt ein bisschen, bis es da hinten rausgekrabbelt ist, ne? Ja, natürlich, aber. Ja. Ich stell mir vor, wir hätten Mordor jetzt ein schwarzes Tor gelegt. Oh Gott. Ja. Was hätte Mordor gemacht? Ich glaube, Mordor hätte sich gar nicht nach hinten zu sich ausgebreitet, weil da kommt ja eh niemand ran. Hätte ich dir so gedacht, dass ich nehme, damit wir was brauchen. Vor allem Mordor hat da hinten eine Festung gebaut, ne? Da hinten rein. Haben Mordor wir hat eine eine Festung Feste. Mordor hat gegönnt. echte Feste. Ja, klar, ne? Also. Künstliche Intelligenz. Jo. Intelligenz. So, Ja. jetzt bin ich mal gespannt, was Sollte jetzt passen passiert. eigentlich. Sollte passen. Ich bin am überlegen, ob ich Galadriel schon nach Balin hochschicke, aber es ist Nach wahrscheinlich auch Balin? nachher. Nach Okay. Balin. Nach Balin? Nach Balin, ja. Alles Nach klar. Balin, ja. Nicht zu Balin, nach Balin. Okay. So, Phase beenden. Phase beenden. Oh Gott. Und Da es ist irgendwas ist passiert. nichts passiert. Und warum haben eigentlich Mordor und Isengard genau die gleiche Farbe bei den Bannern? Sehe ich gerade. Was haben sie? Bei den Bannern genau die gleiche Farbe. Genau dieses gleiche hässliche Grau. Oh, da ist tatsächlich sich auch gerade. Ist mir noch Ja, nicht so das aufgefallen. liegt, Adel. Das Ja. liegt. Das liegt Ist, an weil. zwei. Weil. Ich muss kurz aufgreifen. Tada. Diese Disconnected from the Channel. Juhu. Ja, okay, nö, kann ich dir nicht sagen. Ja, egal. Okay, Dormaaf ist da hochgekommen, komme ich mit Galadriel. Würde ich mal meinen. Celeborn bewacht seine Heimat und wird seine Armee aufgerüstet, das finde ich nett. Deine Truppen werden ja nicht aufgerüstet bei mir, ne? Das wäre eigentlich Ja, leider ziemlich nicht. geil. Das wär zu schön, wäre das. So, ich gönne mir gerade mal zwei Truppen Khazad-dûm. Och, gönn dir mal, gönn dir mal. Oh, da hinten kann ich auch noch was bauen. Ja, mittlerweile, ich bin jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe meine drei Gebiete. Ich habe meine drei Gebiete und bin glücklich. 6 Minen. Alter, Nebelberge hat auch da oben auf dem Rotornpass, meine ich, eine Festung. Oh Gott, das kann beim Einnehmen tatsächlich eine spannende Sache werden. Oh je. Wobei, ich bin am Überlegen, wollen wir es mal probieren? Vielleicht sogar. Momentan kann hier nirgends sowas passieren. Shaku, Saruman, Lurz, alle weit weg. Sollen wir es mal probieren mit Celeborn und Den Rotornpass Dain? einzunehmen? Ja? Hm, könnte interessant sein. Ich meine, wenn wir den halten, wenn ich da eine Festung hinklatschen könnte und da ein paar Truppen stationieren könnte, dann wäre das Ding dicht. Was habe ich denn mit dabei mit Dain? Ach, genug, das ist Palas, Dain. Axtwerfer Und ein und. Streitwagen. Oh, ein Streitwagen. Ja, Leute, dann der kraxelt sich den Berg relativ schnell hoch. Das passt, das ist Jo. gut. Ja? Kannst du meinen Elben auf Trab behalten? Ja, genau. So, okay, dann speichern wir den ganzen Klumpen schon mal wieder. Ja. Für schöne Speichern. Ach ja. Schön. Es geht mir jetzt schon auf den Keks. Ich finde, So. hoher Pass, oh, das sind alles ekelhafte Wir Sachen hier. könnten uns. Ja. Überlege Ich gehe nicht in die braunen Lande, kannst du knicken. Das ist mir Nein, zu ich riskant. meinte den Fangorn. Den könnte man sich theoretisch mit Tranduil und Bart holen, ja. Ja, das war nämlich mein Gedanke, weil, ja, nach Guldur können sie gerade eh nicht kommen. Ne, das stimmt. Ja, können wir machen. Ich denke mal, aber fangen können wir eh nicht halten. Also nicht Ja, lange. das ist doch egal, da ist halt eine Armee und dann können wir ein paar Sachen kaputt machen. Ein bisschen nerven halt vor allem, ne? Ein bisschen nerven. Dann nerven wir ein bisschen. So. Speichern nochmal, du Nochmal weißt speichern? es. Ja, klar. Ja. Immer wieder speichern. Wir haben einen wirklich anstrengenden Schachzug gerade getätigt nach dem letzten Speichern. Ja. Aufwendig und das will niemand noch einmal sehen. Nein, nein. War wie Haben wir. fancy.
Phase beenden. Ah. Gorkel kommt jetzt da hoch. Okay, interessant. Ich dachte eigentlich, dass sie nach rechts nach Dagorlatz gehen. Irgendwie Hexenkönig oder sowas. Echt? Ja, okay. hab ich gedacht, dass sie nach Dagorlatz gehen. Sind's aber nicht. Wollen wir die erste Schlacht auf dem Rotorpass schlagen? Ja, gerne. Und zwar Echtzeit, ne? Natürlich. 3, 2, 1 und let's go! Echtzeit! Und wehe, das wird so eine Monsterschlacht wie auf Karok. Oh, dann. Das wäre... Also, die Eisenberger waren die saubere Schlacht. Ja, Eisenberger war das. Karok war immer ziemlich fluffig eigentlich. Ja. So. Wo ist meine Armee? So, ich baue mal direkt eine Festung hier unten. Seid wachsam? Was? Ja, da steht eine Festung vor uns. Okay. Ich finde das immer sehr genial. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Kein guter Bauplatz. Das läuft auf jeden Fall. Finde ich gut. Und ich habe 12 Punkte ein paar. Ja. Cool. Also ich finde das gut, wie das so ist. Okay, der greift ein bisschen Celeborn an, das gefällt mir gar nicht. Oh, Celle, geh weg. Hey, mein Streitwagen ist kaputt gegangen. Ich hatte schon ist auch schnell kaputt gegangen. Ja. Ja, also, und hiermit hätten wir dann direkt die Festung des Bösen vernichtet. Weil die Festung so genial positioniert ist mit unserem Spawnpunkt. Brauchst du noch irgendwas? Ja, weil der Typ hat. Es ist ein Gorkel hier noch. Ja. Und ja, der hat auch zwei Baumeister. Ja, aber. Und Celeborn auf Level 3. Okay. Bleib wachsam, Elben. So, dann wollen wir mal. Wir haben zwar jetzt die Festung zerstört, aber jetzt müssten wir auch den. Alter, ich wusste gar nicht, was das für geile Wege hier sind. Guck mal den Weg hier hoch, wusste ich gar nicht, dass das so cool hier ist. Ich? Ne. Oh, da sind wir, die sind hier. Oh, das sind starke Creeps. Ach du Gott. Ja. Oh, weia. Ja, finde ich nett. Gefällt mir schön. Oder auch nicht. Oh, ich habe noch einen einzelnen. Oh je. Oh, meine Axt selber sind immer auf Level 4 direkt aufgestiegen. Tja, ne? Auch nicht schlecht. Wir müssen die Wälder schützen. Halten das Ostufer des Wir müssen wachsam bleiben. Das sind ihre Gebäude. Seid ihr ebenfalls nicht sicher. Bringt sie aus dem Gleichen. Ja, bauen wir uns mal so ein bisschen aus. Was wird nun werden aus dieser Gemeinschaft? Haltet eure ich schieß mit meinen Düsterwald-Bogis da rum. Piu, 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 piu. Das sind aber auch endgeil die Viecher. Ja, das stimmt. Außer wenn sie jetzt so einen Schwachsinn da machen. Boah, Alter, sind die Geister behindert. Oh, oh, oh. Von oben links kommt. Von oben links kommt die erste Angriffswelle. Schaff's ja wohl alleine schon fast. Was ist denn da los? Wir haben einfach meinen Baumeister getötet. Meine Priester. Du hast aber eine Festung gebaut, oder? Nee, noch nicht. Oh ja, dann lass den letzten Baumeister auch sterben. Ist, ich baue jetzt weiter. Sie greifen an! Ist nicht so wichtig, dass wir überleben. Dass du überlebst. Das meine ich ja auch. Aber du sagst immer, dass ich ein wichtiger Bestandteil der Gruppe wäre. Und ich sehe das immer anders. Ich meine, vergiss dieses letzte Bündnis zwischen Elben und Zwergen. Wir haben das Only Elben hier. Only Celeborn. Mehr brauche ich nicht. Ich glaube, meine. Ich hatte gerade nichts zu tun. Dein Schwein pfeift. Ja, das kann gut sein. Ich wollte doch gerade eine Festung hier bauen, aber. Ach so, weil du jetzt da unten was hinsetzt, geht das nicht mehr. Voll, danke. Entschuldigung. Okay. Moment, ich muss erstmal. Ach, ich muss erstmal eine Kaserne bauen, bevor ich. Ansonsten kann ich nämlich die ganze Zeit nichts mehr machen. Diese behinderten Elben! Mein Gott! Macht es dem Erdboden gleich! Ja, da fein. So. Wir haben noch viel zu tun. Ich will auch irgendwo was bauen. Ja. Ich will auch was bauen. Oh, da kommen die nächsten. Da kommen die nächsten Einheiten. Oh, sind Spinnen. Die wirst du nicht schaffen. Besonders mit deinem Bein nicht. Ganz unwahrscheinlich.
Die sind viel zu stark. Ja, schon mal hin hier, die... Vor allem den Schaden gegen Gebäude, den sie auszahlen, der ist unmenschlich. Ja, unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Deine Hunde! So, und jetzt würde ich gerne eine Festung bauen, aber mir fehlt das nötige Kleingeld. Kann ich was geben? Glaube nicht. Nee. Sagt mir, wo ist Gandalf? Ich verlange mit ihm zu palabern. Der berühmte Gwandalf. Gwandalf? Ach, da ist ein Vorpost da unten. Willst du ihn schnabbern oder? Oder nicht, oder doch, oder vielleicht. So, oder sie da unten links ist ein Vorposten. Hier. Kein Stress. Ja, willst du ihn haben? Oh, das ist ja gar nicht gesagt. Miro ist Gandalf. Miro ist Gandalf. Ach, das Celeborn ist toll. Mein Lieblings-Celeborn. Ja, komm, Orkse. Ich glaube, ich breite mich in die falsche Richtung aus, aber egal. Natürlich. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Der Baumeister schwebt in Gefahr. Selbstverständlich. Warum sollte er auch nicht in Gefahr schweben? Es gibt viel zu tun. Ich kann da irgendwie keine Festung bauen. Irgendwie. Doch, jetzt geht's. Nach dem 18. Versuch. Nach dem 18. Ja, bitte, da kommt doch jetzt die Festung. Also schön. So, ich erklimme jetzt mal hier diesen Berg. Diesen Rothorn. Pass. Oh, mein Baumeister wird schon wieder angegriffen. Warum rennt er denn da schon wieder hin? Jetzt ist er tot. Dass der noch mehr creept. Ach, der darf ruhig sterben. Aber Tod und Verderben. So, was gibt's hier oben? Oh, da ist ein Troll. Ach du Schande. Ja, natürlich. Türme. Ja, was ist denn noch alles? Die ist ein little bit unfair. Kümmere mich mal um dein Bäumchen, ja. Du bist so großzügig. So ist er halt. Ah. Vor allem, das ist nicht der Gegner, das ist ein Creep hier oben. Das ist. Der? Was sind das für verwinkelte Wege hier oben, ey? Das ist ja. Ist ja toll. So. Ach, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so viel ausgeben sollte. Und schon wieder Gegner. Gegner. Gegner? Ich bringe das Baumeister. Gegner sind böse. Bin schon unterwegs. Na. Ein vortrefflicher Bauplatz. Mordor-Orks halten das Ostufer des Angriffs. Bringt sie aus dem Gleichgewicht. Kommt, kill die. Ach, du wirst wieder in allen Ecken angegriffen. Oh, der Baumeister von denen da noch wieder lang. Ja, der will jetzt hier eine Zwerg eine Nebelbergfestung bauen. Pass auf. Kill ihn mit der Festung. Doch. Ja, genau. Töte ihn mit Äxten. Ach man. Töte den die Mine da mit Äxten. Oh, weia. Und. Jetzt aber echt wissen hier. Geht's da unten bei dir oder brauchst du Hilfe? Ach, geht. Thema. Gut, die Zwerge schaffen das schon. Ich erkunde mal dann die Welt, ne? Gebäude des Feindes sind nah. Die Orks nehmen das Gasthaus ein. Nein, nicht das Gasthaus. Die Phalanx ist unsere Stärke. Ja, das ist... Ja. Das wird sie hoffentlich noch lange bleiben. Haltet eure Positionen. Was denn da jetzt immer das? Okay. Ja, Orks und Dein prügelt sich da alleine durch. Der mächtige Dein. Der mächtige. Der unnachgiebige, unantastbare, unheimliche. Aber er ist nicht so ganz nutzlos wie der Vitorin. Freu dich darüber.
Okay, jetzt kommt aber wirklich eine Panelbergemassen hier. Ja, jetzt werden sie gerade ein bisschen nervig. Ich ist auf der Minimap, ey. Ich könnte, also wenn du jetzt nichts anderes zu tun hättest. Nein. Ja, ich hab ja schon hier ein paar Kalor drin. Ja, ne, also. Ey, ja, ich komm hier. On the way. Wir sehen den Feind. Bzw. meine Galadrim sind dabei hier. Jetzt nerven sie mich. Erstmal eine Schmiede bauen. Sie greifen die Siedlungen an. Sagt mir, wo ist Gandalf? Sie greifen einen unserer Malorenräume an. Sagt mir, wo ist? Ja, wo ist er eigentlich? Los, Galadrim, macht was! Warte, ich hab so einen Windhauch, der wird das jetzt, der macht das. Oh. Siehst du diesen Massenschaden? Ganz schön windig hier. Ja, wir sind hier auf dem Rotorpass, hallo, das ist windig. Standard hier so, sagst du. Muss so sein. Ja. Schenk, sie greifen einen Malorenbaum an, willst du nicht mal was dagegen tun? Ja, ich arbeite mich doch gerade dahin, aber meine Minen werden doch angegriffen und ist mir egal. Nein, nicht meine Malorenbäume. Ich hatte gerade nichts zu tun. Das ist die wichtigste Einheit auf dem Feld, die Malorenbäume. Ja, und Celeborn kriegt da oben von Sklaven ein aufs Maul. Man muss ja mal vorstellen, der große Elbenfürst Celeborn bekommt von Sklaven ein aufs Maul. Ja, wenn es viele sind, immer nicht so. So, die Elben sind da, um dir nicht zu helfen. Hast du es jetzt mal noch um Celeborn? Meine Güte. Du warst auch mal stärker. So. Baumaterial. Unsere Stadt wird größer. Baumaterial. Ein vortrefflicher Bauplatz. Baumaterialien. Sag mir, wo ist der? Warum kommen da so viele Spinnen? Mach mal was. Mein armer Malorenbaum. Auf dem Fluss könnt ihr den Feind überholen. Ich verstehe das auch alles nicht mit diesen Spinnen nicht. Los, vorrücken, Attacke! Wir haben das Attacke! Ich mache hier hinten mal die Sachen kaputt. Lalalala. Aber warum? Die armen Orks. Du machst ihre Heimat kaputt. Bist du darüber im Klaren? Yep, das war der Plan. Was haben sie dir denn getan, dass du so böse zu ihnen bist? Haben mich geärgert. Diese bösen Orks. Danke für diese Heilung. Bitte, für diese Heilung. Ach, was will ich mit so einem Schenks tun? Wahrscheinlich schon längst fertig sein mit dem Spiel hier. Ich wollte gerade sagen, du würdest mit irgendjemand anderen unfähigen Let's Play aufnehmen. Ganz genau. Mit irgendjemand. Ich glaube, das ist der letzte Baumeister. Meinst du? Ja, also einen weiteren hat er nicht gebaut und eine Festung hat er hier auch nicht stehen. Oh, ja. Und einen hast du ja schon gekillt. Und die Spinnen laufen einfach an mir vorbei und wollen zu dir. Weil du den Spinnen Aua getan hast. Mit? Nein. Wir haben Spinnen. Jetzt vernichtest du nicht nur das Gebiet der Spinnen und oh, da ist Gorkel. Warum steht Gorkel so da in der Mitte und macht einfach gar nichts, außer sich zu mounten. Ja. Er mountet sich immer ab und... Das hat physiologische Hintergründe. Tötet Gorkel! Ja. Ihr sollt auf Gorkel zielen! Der mountet sich an... Ey, was mountet er sich denn dann die ganze Zeit? Warum schießt ihr nicht auf Gorkel? Geht doch. Das hat physiologische Gründe.
Was, sie wollen mein Gebäude erobern? Wer, jetzt guck mal auf das Gasthaus da oben. Wer erobert denn da bitte schon mein Gebäude? Siehst du da was? Warte, wo denn? Wo ist denn das Gasthaus? Oh, oben in der Mitte. Nein. Ja, ich auch nicht. Wurde auf jeden Fall jetzt eingenommen von nix. Von niemandem. Einfach so, aus dem Nichts. Ich kann aus weiter Ferne nichts sehen. Ich bin blind, ich bin blind. Oh, jetzt steht aber Einheiten da. Und da laufen gerade Zwerge weg. Ja, Sklaven wahrscheinlich. Ja. Ach, lustig. Ich glaube, ich töte den Gegner gerade. Wir müssen ihn standhalten. Sie sind keine Gegner. Sag mir, wo ist er? Sag mir, wo ist Schwandalf? Das Gebäude ist fertig. Wo könnte er denn nur sein? Ich weiß nicht, suchen schon seit Jahren. Oh, ich klatsche das mal mit Bienen. Ich hab den Gegner echt tot, ne? Achso, du bist noch dabei, ja. Dann mach halt. Na, ich geb dir mal ein Hörnchen. Oh, noch ein Hörnchen. Oh yeah, Doppelhörnchen. Doppelhörnchen. Hörnchen, Hörnchen. Hörnchen, Hörnchen. Und was machen die Zwerge? Doof rumlaufen und nichts tun. Ey. Ja, stimmt. Ja, und damit haben die Elben ohne Hilfe der Zwerge, doch mit einem Hörnchen, die Orks aus dem Nebelgebirge vertrieben. Ich habe die ganze Zeit mit meinen Minen und meiner Festung deine Festung und deine Bäumchen geschützt. Ja, 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 das hat niemand in dem Video je gesehen. Das ist nie passiert. Wenn du nie mit der Kamera drauf gehst. Ab und zu habe ich mal was geguckt, aber da ist nie was passiert, Shanks. Da war nicht was. Was? Du warst sogar besser als ich? Ah, nee, doch. Ah. Gott. Nein. Tan, ja. Nicht König dein. Nicht König dein. Gut, damit hätten wir jetzt den Rothorn-Pass uns geholt. Verhältnis besiegter und gefallener Einheiten. Ja, ne? Hab ich gar nicht bei mir geguckt jetzt. Bin schon weiter. Ich hab 15,72, du hast nur so lumpige 78,36. Ach du Scheiß! 78, oh Gott. Oh Gott, okay, das ist krass. Hätte ich mich gerechnet. Ja, okay, meine Silber, Hier dran willst du Bogenschützen. Dafür hatte ich ein großes Maximaleinkommen von 2,4. Du hast auch einen Vorpost, das war unfair. Oh ja. So, verbleibender Schatz, minus 2250. Schau ich mal, was habe ich denn hier alles? Hä? Hä? Das? Warum kann ich meine... Hä? Das lohnt sich schon. Ja. Hä? Warum kann ich meine Galadrim nicht mitnehmen? Weiß es nicht. Ich auch nicht. Verbleibender Schatz 100. Okay. Komisch. Ich kann ganz viel mitnehmen. Ich konnte gar nichts mitnehmen. Alles, was ich ausgebildet habe, wurde mir gar nicht angezeigt. Keine Ahnung. Egal, dann spare ich Geld. Ist auch was. Ja. Gut, so. Roter Pass geht an mich hoffentlich. Yep, hab ich schon eingestellt. Oh, du bist so nett. Und, wir und dann speichern, was denn jetzt? Speichern, gut. Und das war dann auch erstmal das. Ja, können wir ja noch gar nicht, denn... Doch, ich jetzt. Wir müssen uns noch entscheiden für den Fangorn. Dann musst du dich entscheiden, nicht ich. Ja. Oh, ich habe zwei neue Gebiete bekommen. Es grün, so grün. Ey, das sieht cool aus. Ruhen hast du jetzt fast ganz? Ich hab fast ganz Urvanion jetzt. Urvanion? Ja. Fassfeld? Dings, hoher Fassfeld und noch. Ja gut. Damit haben wir jetzt Rothorn-Passkult. Eine wichtige Stellung, finde ich, meiner Meinung nach. Ich kann auch nichts weiter machen gerade, außer eine Mine bauen. Aber yeah. Ich habe gerade noch minus 2250 gehabt. Und jetzt habe ich schon... war ich schon wieder im Plus, also das hat sich gelohnt. Das ist doch schön. Die ganzen Minen zu bauen auf jeden Fall. Das ist doch schön. Gut, und damit würde ich sagen, schließen wir mal die erste Episode mal ab. Jetzt, Schon wieder soweit? Ja, wir haben schon über eine halbe Stunde. Oh. 35 Minuten jetzt. Und... Zeit für jeder Walk dann wieder im Flug. Ja, natürlich. Beim Ringkrieg vergeht die Zeit wie sonst was. Ja. Ich hoffe, euch hat die erste Folge so ein bisschen gefallen. Falls ihr die länger haben wollt, die Folgen kürzer haben wollt, sagt es dann einfach. Oder ob es genau richtig ist, von einer halben Stunde. Wir wollten ja drauf eine halbe Stunde machen.
Ihr könnt auch unten in die Comments schreiben, auf welchen Karten ihr euch eventuell gerne mal eine Schlacht wünscht. Dann könnten wir ja vielleicht so ein bisschen darauf hinarbeiten. Genau, zum Beispiel, ich wäre für Eisenberge da oben jetzt in der Ecke rechts. Oh, bitte. Bitte. Ja, gut. Also zur Hintergrundinformation, bei unserem ersten Aufnahmeversuch, nenne ich jetzt einfach mal letzte Woche, wo es halt so übertrieben warm war, hatten wir eine gefühlte 48-stündige Schlacht auf den Eisenbergen, ja. Ja. Und das war einfach irgendwann nur noch so unerträglich und im Nachhinein bei der Sichtung des Materials ist dann halt echt aufgefallen, boah, das können wir niemandem zeigen, einfach nur weil es selbst beim Angucken total unerträglich ist. Ja, deswegen. Ja. Ja, das war sehr uncharmant. Aber also, mir würden zum Beispiel auf jeden Fall die großen Festungsmaps gefallen. Sprich Isengard, Minas Tirith. Die werden gespielt, ganz klar. Die werden gespielt. Wenn es möglich ist, sie zu spielen, wird natürlich gespielt. Elrond zu Hause werden wir natürlich auch wieder einnehmen. Das komplett zerstören, diesen Abgauen. Das muss leiden. Bruchteil muss leiden. Arwen hat gemeint, sie hätte irgendwelche dringenden Termine. Mit Aragorn. Ja, Aragorn ist ja auch abgehauen, so, ja, von wegen die Vereinigung der Menschen und so. Ja, ja. Vereinigung der Menschen und alle weg oder was? Vereinigt und sind dann abgehauen. Ja. Ja, gut. Damit dann beende ich dann mal die Episode und hoffe, wie gesagt, hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.